es möglich, einen GFK-Pool im Haus oder Gebäude zu montieren. Das ist möglich unter Beibehaltung aller Regeln für den Bau eines Hallenbades. Unsere Pools sind nicht nur für den externen Gebrauch bestimmt. Nichts hindert dich daran, dein Traumschwimmbad im Haus zu haben. Denke jedoch daran, dass das Becken seine Dimensionen hat und seine Aufstellung im Gebäude sollte vorher rechtzeitig geplant werden, zum Beispiel bevor das Dach geschlossen wird. Eine Pool-Außenanlage. Möglichkeiten, wie die Poolanlage aussehen kann. Bevorzugst du Sand- oder Steinstrände? Es gibt jede Menge an Möglichkeiten, um den Platz um den Pool herum fertigzustellen. Die einzige Beschränkung ist nur deine Fantasie. Es ist der finale Endeffekt um den Pool herum, der ein einzigartiges Aussehen beschafft, die einzigartige Atmosphäre im Garten bildet. Es ist wichtig, dass die verwendeten Materialien eine rutschfeste und raue Oberfläche sowie eine Neigung Richtung Pool haben. Zu den beliebtesten Elementen der Poolgestaltung gehören zuerst Ufer- und Randsteine. Diese können aus Granit, Marmor oder Mischungen verschiedener Materialien bestehen. Es können auch Pflastersteine verwendet werden. Jedes auf dem Markt verfügbare Muster wird sich dafür eignen. Eine sehr interessante Lösung ist eine Kompositverbundplatte, die Holz sehr ähnelt und ist auch eine interessante Lösung. Natürlich kann auch Naturholz verwendet werden. Es sollte jedoch eine Holzart sein, die gegen verschiedene Wetterbedingungen beständig ist, zum Beispiel Meerbau. Wenn der Pool im Garten installiert wird, funktionieren auch Keramikfliesen als Belag. Der Pool kann auch von einer Grasfläche umgeben sein. Liebhaber von steinigen Stränden können verschiedene Gartensteinarten verwenden, wie zum Beispiel weiße Kieselsteine, ist aber nicht der bequemste Untergrund und die Steine können auch in den Pool fallen. Sollte das passieren, entferne ihn sofort aus dem Pool. Wer kann den Pool alleine nutzen? Der Pool kann von jedem genutzt werden, der schwimmen kann. Wir empfehlen, dass Kinder im oder am Pool von den Erwachsenen beaufsichtigt werden. Das gleiche gilt für Haustiere, die nicht ohne Betreuer in der Nähe des Pools sein dürfen. Auf diese Weise wird für Sicherheit deiner Lieben gesorgt und verhindert mögliche Unfälle. Bevor der Pool betreten wird, kühle deinen Körper mit einer Dusche oder einem anderen Gerät in der Nähe des Pools ab. Der Temperaturunterschied zwischen Wasser und Luft kann sich negativ auf deinen Körper auswirken. Dürfen Tiere den Pool nutzen? Unsere Schwimmbäder wurden für Menschen konzipiert. Im Allgemeinen spricht jedoch nichts dagegen, wenn deine vierbeinigen Haustiere den Pool auch benutzen. Aber denke daran, dass Haustiere die Oberfläche des Pools verkratzen und beschädigen können.